Wissen die das aber alle? Weil die Politiker erzählen uns was anderes. Die sagen, dass die trauen sich das nicht zu erzählen. Die trauen sich das nicht zu erzählen. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden das jetzt machen. Jetzt sagen wir, Präsident oder so Bayern darauf vorbereiten, dass hier Hunderttausende von Jobs verloren gehen in den nächsten 15, 20 Jahren. Glauben Sie, wird so krass? Natürlich wird das so krass. Klingt aber nach einem Desaster. Was muss man machen? Ja, ob es ein Desaster ist, ist noch die Frage. Also, wenn Sie jetzt ungefähr das gleiche Geld, was Sie als Busfahrer kriegen, auch so kriegen würden, ohne dass Sie Bus fahren müssen, ist das Desaster schon mal nicht mehr ganz so groß. Dass wir bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen... Nein, das bedingungslose Grundeinkommen wird es geben müssen. Schon damit die Kaufkraft nicht entsprechend einbricht. Damit die Unzufriedenheit der Menschen nicht da sind. Dass hier nicht unglaublich viele Menschen haben, die sich als Loser fühlen, weil sie von Hartz IV leben müssen. Nur noch mal einfach zu konkretisieren für die Leute, die es jetzt das erste Mal hören. Also Sie plädieren dafür, dass es ein Grundeinkommen gibt? Dass jeder Deutsche ab dem 18. oder 21. Lebensjahr 1.500 Euro vom Staat kriegt. Punkt. Und das alles, was er dann verdient, verdient er von null an. Okay. Das heißt, er muss also nicht, wenn er jetzt als Krankenschwester arbeitet, muss man nicht, als wenn man jetzt als Hartz-IV-Empfänger aufstockt, einen erheblichen Teil wieder an den Staat zurückzahlen, sondern man fängt bei null an. Mhm. Dadurch wird es natürlich viel reizvoller, einen Job wie Krankenschwester und so weiter zu machen, weil man den Beruf nicht mehr 40 Stunden in der Woche macht, sondern nur noch 20 Stunden in der Woche. Man verdient sich etwas aufs Grundeinkommen drauf. Okay. Ja. Und hat aber dann aber wiederum dann mehr Flexibilität und Zeit, wenn man muss ja auch Zeit umstrukturieren. Man hat deutlich mehr Zeit für seine Kinder zum Beispiel, ja, oder Zeit, andere Dinge zu machen und mit seinen Freunden was zu machen. Wie viele Reaktionen gibt es da von Leuten, die sagen, Moment mal, jetzt habe ich 40 Jahre gearbeitet und jetzt kommt der Brecht daher und will das alle für 1500 Euro kriegen? Das ist noch ein schwächster Argument. Ich kenne auch ein paar stärkere dagegen. Aber es gibt das Argument, also alle kriegen ja dann auch die gleiche Rente. Die kriegen ja diese 1500 Euro, sind ja auch gleichzeitig die Rente. Durchgezahlt, okay. Ja. Allerdings nicht für diejenigen, die vorher höhere Rentenansprüche erworben haben. Also keiner hat dann weniger. Aha. Ja, aber die ihr Leben lang gearbeitet haben und weniger als 1500 Rente haben, und die gibt es ja viel in dem Land, die haben mehr. So, die Einzigen, die sagen können, was Sie gerade gesagt haben, 40 Jahre lang gearbeitet und kriege jetzt 1500 Euro Rente, und jemand, der nie gearbeitet hat, der kriegt das auch. Mhm. Und da würde ich sagen, was soll denn eine Frau sagen, die heute 90 ist und der alles das, was Frauen heute dürfen, sich ihren Partner aussuchen, sich in ihrem Leben ausprobieren, ihre Sexualität frei leben und so weiter. Mhm. Ja, die durfte das, als sie jung war, auch alles nicht. Mhm. Soll sie deswegen dagegen sein? Das ist doch Neid, oder? Das ist Neid. Also wenn die Gesellschaft sich weiterentwickelt auf eine höhere Stufe, dann hinzugehen und zu sagen, aber ich war doch noch, habe noch so viel von der Alten abbekommen, das kann man nicht ernsthaft sagen. Also die Frage ist, ist es mit dieser Generation oder auch der nächsten Mensch machbar, weil das ist wie Neid und also auch Leistungsdenken und ich habe doch so und so viel gemacht und jetzt nimmt mir der aber was weg. Ich glaube, dass es dieses Problem gibt. Ich verstehe die Leute auch. Verstehe auch, was sozusagen psychisch dagegen spricht. Ja, ja. Das verstehe ich. Aber Sie haben recht, das ist ein Kulturumbruch. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist für die Leute erstmal ein völliges Umdenken und eine große Irritation. Und wer wird das erleben? Wir noch? Müssen wir fast, gell? Die Zeit läuft nicht davon. Wir werden das noch erleben. Und das ist auch unsere Generation, die Weichen stellen muss und das gestalten muss. Aber Sie sind Optimist, oder? Ach, ich bin ja nur aus einem einzigen Grund Optimist. Mein Vater ist ein pessimistischer Mensch. Mein Bruder ist ein pessimistischer Mensch. Und jeder hat ja in seiner Familie seine Rolle. Ja. Und ich war immer derjenige, der dann sozusagen den Kopf hoch und Mut und sowas gemacht. Das prägt natürlich. Ja. Und es gibt einige Anlässe zu glauben, dass es vielleicht alles ganz schlimm kommt. Aber ich finde, ein Optimist, der am Ende in seinen Idealen enttäuscht worden ist, hat immer noch ein erfüllteres Leben gelebt als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht.